Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal Rebel Cops, der Titel, und ihr seht es vielleicht schon grafisch, erinnert es stark an This is the Police 2, aus guten Gründen, denn das ist, naja, quasi ein Spin-Off von This is the Police 2, also Weebly Studio, Ganze entwickelt, und THQ Nordic, das Ganze gepublished, wie schon in This is the Police 1 und auch in Teil 2. Und wer den zweiten Teil entweder selber gespielt hat oder bei mir gesehen hat, der weiß, dass es da rundenbasierte Taktik-Strategie-Schlachten gab. Also quasi Rundenstrategie, wo du mit deinen Cops irgendwelche Missionen und irgendwelche Gangster ausschalten musstest. Und genau darum geht es in diesem Spiel, und zwar ausschließlich darum geht es. Du bist quasi ein Polizeisquad und machst eigentlich nur Rundenstrategie-Kämpfe. Also quasi alles ohne diese taktische Karte, wo du deine Einheiten zu den Einsätzen schicken musstest. Das fällt alles weg, sondern du machst lediglich nur die Schlachten. Also, naja, Schlachten, die Kämpfe oder die Einsätze auf der Taktikkarte. Darum geht es in diesem Spiel. Inhaltlich, glaube ich, gelesen zu haben, soll es so 15 Stunden ungefähr gehen. Ich bin gespannt. Ihr seht, Version 1.0.8.0, also seit Release. Release war, stand bei mir heute vor 3 Tagen, also am 17.09. Und das Ganze kostet regulär 10 Euro, oder 9,99 Euro. Wenn du schon Besitzer von This is the Police 2 bist, dann 20% weniger, also 7,99 Euro. Und aktuell quasi als, ja, Release-Bonus gibt es nochmal 10% obendrauf. Also aktuell, ich habe für das Spiel jetzt bezahlt 7,19 Euro oder sowas. Also 28% Rabatt. Gut, Optionen sind sehr spärlich und übersichtlich. Ihr seht Vollbild, V-Sync, die Auflösung. Ihr könnt nicht zwischen Vollbild und Fenstermodus entscheiden. Warum ist das auf 60? Gut, ich habe gerade eigentlich nicht 60 gemacht, aber ich denke, es sollte so passen. So, Deutsch, Gamepad. Gut, Gamepad werde ich ausschalten. Vibration dementsprechend auch. Mauszeiger ist individuell. Was gibt es denn noch? System. Und sicheres Gebiet 100%, was auch immer das heißt. So, anwenden, schließen und wir beginnen ein neues Spiel. Mal gucken, ob wir auf Charaktere treffen, die wir vielleicht aus den anderen Teilen kennen. Ich denke nicht, aber wir lassen uns überraschen. So, okay, Schwierigkeitsmodi. Ich habe übrigens noch nicht eine Sekunde reingeguckt. Also ich habe nur jetzt den Startbildschirm gehabt und, oder das Hauptmenü, und da die Option eingestellt. Mehr habe ich noch nicht gemacht. Okay, irgendeine Nachricht hier. Ach, bin ich auch noch verwirrt. So, schwerer Modus. Für alle, die den Zorn der Gerechtigkeit antreibt. Normaler Modus für alle, die das Spiel so erleben wollen, wie es gedacht ist. Und der entspannte Modus für alle, die keine großen Herausforderungen wollen. Sie werden mehr Ausrüstung und Speicherstände erhalten, ihre Feinde werden nicht zu stark und die Welt nicht zu bösartig sein. Das Leben ist schön, und das war das Geräusch, wenn Star Wars The Old Republic fertig geladen hat. Dazu aber später mehr. Also, nicht hier in dem Spiel, sondern auf meinem Kanal dann. So, gut, wenn man normalen Modus... Ist das der Ladebildschirm? Seems so, wa? 31. Oktober 1994. Bankraub. Um die 10 Räuber sind in das Hauptbüro der Azim & Sons Bank eingedrungen. Sie haben Zugang zum Safe verlangt, aber offenbar wollen sie nicht nur so mit so viel Geld wie möglich entkommen, sondern auch allen zeigen, wie es Geschäften ergeht, die nicht mitspielen wollen. Der Besitzer der Bank, Danir Azim, ist der einzige wichtige Geschäftsmann der Region, der nicht von Viktor Zuev klein beigeben wollte. Zuev ist der mysteriöse Verbrechensboss, der in den letzten Monaten Ripton Stück für Stück eingenommen hat oder übernommen hat. Zuev hat in der Stadt das Sagen. Er kontrolliert nicht nur die Geschäftsleute, sondern auch die Beamten und sogar die Polizei. Azim sollte besser nicht auf die Polizei setzen, was die Rettung seiner Bank angeht. Ihre Leute stehen auf Zuevs Gehaltsliste. Zum Glück sind wir nicht gerade normale Polizisten. Ja, da ist ein N zu viel. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir sind. Also wir sind auch eine Polizeieinheit, aber wahrscheinlich sind wir jetzt so, naja, keine reguläre Polizei, denn ihr habt es ja gesehen, wir sind eigentlich, oder die normale Polizei ist auch vom Verbrechensboss irgendwie kontrolliert. Wir sind wahrscheinlich so der Gegenpart dazu. Naja, ein Polizist führt üblicherweise 2 Aktionen pro Zug aus. Eine kurze Strecke zurückzulegen kostet 1 Aktion.
Bat. Nähern Sie sich dem Bankgebäude. Das ist die zweite Aktion. Damit ist er raus. Ihr seht es auch immer an den Punkten, glaube ich. Nähert sich dem Bankgebäude. Ein Polizist kann sich auch weiter bewegen, aber dafür muss er beide Aktionen ausgeben und es ist noch oftmals gefährlich, sich unbedacht vorzuwagen. Ein Polizist, der unerwartet über einen Kriminellen stolpert, ist nicht nur eine Gefahr für sich selbst, sondern für den ganzen Einsatz. Understood. Alardis. Boon. Objekte, mit denen sie interagieren können, werden hervorgehoben. Ja, da ist Fenster zum Beispiel. Die verschiedenen Farben markieren die unterschiedlichen Kategorien an Gegenständen und wie wichtig sie für die Mission sind. Okay. Und Schwyz. Zug 2. Nutzen Sie WSD oder halten Sie rechte Maustaste gedrückt, um die Kamera zu bewegen. Gehen Sie zum Fenster. Ja, also wer This is the Police 2 kennt, weiß ungefähr, wie diese Kämpfe ablaufen. Ich denke mal nicht, dass sich hier viel verändert hat. Wobei ich auch zugeben muss, dass der taktische Kampf aus This is the Police 2, also so wie er jetzt hier anscheinend das ganze Spiel besteht, der war wirklich sehr geil. Also der hat echt Spaß gemacht. Und ich bin echt gespannt und super froh, dass es dieses Spiel gibt. Wusste ich ehrlich gesagt nicht. Habe ich mich nicht vorher informiert. So, bevor Sie ein Gebäude betreten, ist es sinnvoll, es erst einmal durch die Fenster auszukundschaften. Sie können etwas sehen, das Ihre Pläne ändern könnte. You got it. Somebody over here. Da sind zwei Gangster drinnen. Jedes aktive Objekt hat eine Anzeige. Wählen Sie es an und Sie können sehen, was Sie mit dem jeweiligen Gegenstand tun können. Gehen Sie zum Fenster. Okay. Öffnen Sie das Fenster. Ist das eine clevere Idee, das Fenster zu öffnen? Got it. Weil eigentlich müssten ja die Gangster jetzt sehen, got it, dass wir davor stehen. Okay, öffnen Sie das Fenster. You bet. Zug der Verdächtigen. Okay, also die drei Jungs bewegen sich schon mal nicht. Kriminelle können Polizisten in Deckung nicht sehen, aber er müsste uns eigentlich vorher sehen können. Done. Ja. Nähern sich dem Kriminellen. Okay, der dürfte ihn nicht sehen. Wenn ein Verbrecher etwas Verdächtiges bemerkt, wird er beunruhigt und besonders aufmerksam. Sie können versuchen, sich vor ihm zu verstecken, aber wenn sie von jemandem bemerkt werden, der bereits aufmerksam ist, wird diese Person sofort Alarm geben. You got it. Betäuben Sie den Kriminellen mit dem Schlagstock. Schlagen Sie dem Kriminellen mit dem Schlagstock auf den Kopf und betäuben Sie ihn so für 2 Runden. In solchen Situationen leistet auch ein Messer gute Dienste, wenn Sie Ihr Gewissen damit belasten wollen. Okay. Linksklick und dann der Schlagstock. Das kennen wir ja auch. Hier sehen wir noch die Wahrscheinlichkeit, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Aktion, die wir auswählen, auch funktioniert. Also Schlagstock 100%. Hauen wir ihn auf den Kopf. Befehlen Sie dem Kriminellen, stehen zu bleiben. Ein Polizist kann einen Kriminellen überraschen und eine Runde lang mit vorgehaltener Waffe zum Stehenbleiben zwingen. So, befehlen Sie dem Kriminellen, die Hände hochzunehmen, auf kurze Distanzen oder und ohne Alarm effektiver. Okay, 100%. Still. Verstecken Sie sich hinter den Regalen. Vollständige Deckung bietet einem beim Feuergefecht besseren Schutz, verdeckt aber auch Ihre Sicht. Affirmative. Befehlen Sie dem Kriminellen, stehen zu bleiben. Je näher Ihr Polizist am Kriminellen steht, desto höher ist die Chance, dass er den Kriminellen davon überzeugen kann, sich zu ergeben. Ja, ein bisschen über 50%. Freeze, asshole! Aber er macht's. Glück gehabt. So, da seht ihr, wie viele Runden die quasi noch in der Stellung sind. Jetzt könnten wir die wahrscheinlich alle drei festnehmen. Verhaften Sie den Kriminellen. Verhaftete Kriminelle verschwinden sofort von der Karte und sorgen für keine weiteren Probleme, anders als Leichen. Leichen bleiben liegen und Wachen können sie bemerken und darauf den Alarm auslösen. Alright, so, das klappt eigentlich immer zu 100%. Get on the fucking ground! Haha, what? Oh ja, vorwärts bewegen. Affirmative. Nähern sich dem Kriminellen. Done and done. Okay, man kann also auch über Ecken, also hier so quer, Leute bearbeiten. Um einen bewegungslosen Kriminellen die Handschellen anzulegen, müssen sie sich auf einem benachbarten Feld befinden. Auch diagonal gelegene Felder gelten als benachbart. Gut, das wusste ich, glaube ich, im Originalspiel nicht immer. Hands behind your head. Hands behind your hand. Nähern sich dem Kriminellen. Got it.
Oh, sogar gleich taktisch günstig, falls hier einer durchkommt. Wahnsinn. Face down! So, 3 Kriminelle schon verhaftet. Zug 5. Nehmen Sie eine Position links von der Tür ein. Roger. Roger, Roger. Nehmen Sie eine Position rechts von der Tür ein. Affirmative. Öffnen Sie die Tür. None and done. Ah, okay, und er geht wieder zurück auf die Position, wa? Stürmen Sie in den Raum. Ob das clever ist mit einem Aktionspunkt, eigentlich würde ich 2 Aktionspunkte bevorzugen. Aber okay. Partner müssen aufeinander aufpassen. Wenn sich ein Polizist in einen Bereich bewegt, in dem ihn ein Krimineller bemerken würde, wird ihn jeder Polizist in der Nähe vor dieser Gefahr warnen. Nur noch ein weiterer guter Grund dafür, nah beisammen zu bleiben. Ein Polizist kann einander nur einmal pro Runde warnen. Ein Walkie-Talkie-Symbol auf dem Porträt zeigt an, dass der Polizist seine Warnung in dieser Runde noch nicht verbraucht hat. Ein Augensymbol unter den Füßen eines Polizisten zeigt an, dass einer seiner Partner auf ihn achtet und ihn vor Gefahren warnen wird. Kumpel warnen. Stopp. Das ist ja eine coole Sache. Öffnen Sie die Tür. Affirmative. What do we have here? What do we have here? Bewegen Sie sich hinter den Kriminellen. Understood. Zug der Verdächtigen. Zug 6. Verstecken Sie sich hinter den Regalen. Understood. Understood. Was? Schießen Sie mit einem Taser auf den Kriminellen. Okay. Ein Taser ist eine gute Methode, jemanden auf Distanz zu betäuben und die Waffe braucht nicht einmal Geschosse. Allerdings benötigt sie nach jedem Schuss 8 Runden, um neu geladen zu werden. 8 fucking rounds. Got it. So, wie lange ist er außer Gefecht? 4 Runden oder so, kann das sein? Ich glaube, früher waren es 4. Ja. Gehen Sie zu den betäubten Kriminellen. Affirmative. What do we have here? Oh ja. 2 Geiseln und 2 Krimis. So, verhaften Sie ihn. Face down! Super. Gehen Sie zum Tisch. Affirmative. Manchmal... Was steht da? Manchmal werden Sie auf Notizen stoßen. Sie können Ihnen wichtige Informationen für den Abschluss einer Mission liefern. Andere können Ihnen neue Wege aufzeigen. Lesen Sie die Notiz. Nice. Robbie, ich bin mit meiner Geduld am Ende. Diese verdammte Tür wird niemals aufgehen. Ich habe das 3. Mal den Schlüsseldienst angerufen und mir wurde wieder gesagt, dass jemand kommen wird. Aber natürlich kam keiner. Scheint so, als wären wir ausgestoßen oder sowas. Seit der Boss Zulfs Arschlöchern gesagt hat, dass sie sich verpissen sollen. Die liefern uns nicht mal mehr Pizza. Onkel Reed hat mir ein Set an Dietrichen gegeben. Er sagt, die hätten seit seiner stürmischen Jugend und ein paar Einbrüchen in seiner Garage gelegen. Aber ich habe keine Ahnung, wie man Dietriche benutzt. Versuch du es mal. Vielleicht hast du Glück. Zug der Verdächtigen. Ah ja, die bewegen sich jetzt auch mal. Gehen Sie zum Fenster. Haben wir jetzt Dietriche bekommen? Also ich würde ja erst mal den Raum hier erkunden. Aber okay, öffnen Sie das Fenster. Understood. Was ist das eigentlich für eine strange Bank, die überall Fenster im Gebäude hat? Roger. Komisch. So, verstecken Sie sich hinter dem Tisch. Beobachten Sie Ihre Feinde und Sie werden feststellen, dass sich alle unterschiedlich verhalten. Die meisten Kriminellen werden ein Gebiet auf verschiedenen Routen patrouillieren. Ein Gegner, der die Arme vor der Brust verschränkt hat, wird sich nicht bewegen, es sei denn, er wird aufgeschreckt. Ah ja, okay. Gut zu wissen. You got it. You got it. Da ist jemand aufgeschreckt. Gehen Sie zur Tür. You bet. You bet. Öffnen Sie diese. Eine verschlossene Holztür kann eingetreten werden, aber das wird die Aufmerksamkeit aller Kriminellen in der Nähe erregen. Sie können auch versuchen, das Schloss zu knacken. Ein Set an Dietrichen reicht für eine Tür. So, Schloss knacken. Done and done. What? Done and done? Enemy spotted. Oh, morgen! Fuck! Fuck! Okay, Levitt ist down. Oh, daneben. Nochmal daneben. Ich meine, gut, ist das Tutorial, ist alles gescriptet. Wow!
I'm okay, I think. Der hat mein Walkie-Talkie zerstört, wa? So, gut, dass der Polizist eine Kevlar-Weste trägt. Er kann ein paar Schüsse aushalten, bevor er außer Gefecht ist. Jetzt kann der Polizist zurückschießen. Seine Zielgenauigkeit hängt davon ab, wie nah er ist und wie gut er ist und ob der Feind Deckung hat. So. Ja, ein bisschen über halb. So, tötet den Kriminellen sofort. Okay, ich muss auf den Kopf schießen. Right away. Jo. Noch einer mehr. Schusswechsel sollten nur unter extremen Umständen eingegangen werden. Die lauten Schüsse ziehen alle Feinde in der Nähe an. So. Natürlich noch ein Kopfschuss. Und er trifft natürlich wieder, ne? Na klar. Diesmal hatten sie Glück. Aber erwarten sie nicht, dass ihre Polizisten mit jedem Schuss ihr Ziel treffen. Behalten sie die Treffsicherheitsanzeige im Auge und wägen sie ihre Chancen ab. Sehen sie sich im Raum um. Ihr Scharfschütze ist nicht nur ein kaltblütiger Mörder. Er ist auch ein Kundschafter. Er kann sofort die Situation in jedem Raum mit Außenfenstern erfassen. Kundschaften. Conrad Old Spice. Die anderen Kriminellen sind im Safe. Vermutlich haben sie Geiseln genommen. Gehen Sie zum verletzten Polizisten. Ein verletzter Polizist wird verbluten, wenn er nicht rechtzeitig erste Hilfe erhält. Roger, Roger. So, halt. Jeder Polizist kann eine Erste-Hilfetasche mit auf den Einsatz nehmen. Eine kleine Tasche wird Verletzungen an Armen und Beinen heilen und die Blutung von nahezu allen anderen Wunden stoppen. Eine große Tasche kann nahezu alles, bis auf einen Kopfschuss, heilen. So, große Erste-Hilfetasche. Haben wir... Ja, wir haben ja die große dabei. Ist er jetzt wieder im Dienst? Also, kann er wieder mitmachen? Okay, Respekt. So, okay, zwei außer Gefecht gesetzt. Der zieht die Geiseln. Befreien Sie diese. Nicht alle Geiseln sind in einer ausreichend guten Verfassung, um zu laufen. Einige werden zum Evakuierungsbereich getragen werden müssen. Geiselrennen. Will do. Will do. Gehen Sie zum Tisch. So, nächste Information. Verschlossene Metalltüren können weder eingetreten noch ihre Schlösser geknackt werden. Sie können mit einer Kombination geöffnet werden, aber sie werden diese erst herausfinden müssen. Was ich übrigens ein bisschen sinnlos finde. Cindy, die Gerüchte haben sich als wahr herausgestellt. Seit die Klimaanlage kaputt gegangen ist, sitzt Andy oben ohne im Büro, wenn er keine Kunden hat. Du kannst ihn überraschen, die Kombination für sein Büro ist 1111. Aber warte ihm ja nicht, dass ich dir das gesagt habe. Viel Glück. Was ich ein bisschen... Naja, kontraproduktiv finde. Du hast ja eine Monster-Metalltür, die du einfach nicht öffnen kannst, aber hast einfach mal hier zwei Fenster, wo du ganz locker rein und raus laufen kannst, ja? Also... Ach so, weil hier auch der Safe erst ist. Alles klar, sorry. Trotzdem ist diese Metalltür sinnlos. Weil du kannst einfach durchs Fenster durchkommen. Ja, gut, in den Safe kommst du nicht rein, aber in den Vorraum. Gut, so, bewegen Sie... Was? Bleiben Sie in Bewegung? Bewegen Sie im Bleiben? Zug 10. Shit's los. So. Roger. Tutorial beendet, oder was? Dann gehen wir erstmal hier hin. Und öffnen die Tür. Gesperrt mit Code. Wobei, wir machen erstmal ganz kurz noch die Geisel hier locker. Got it. Got it. Geisel retten. Got it. Got it. So. Öffnen mit. 1, 1, 1, 1. Well, hello there. Niemand drin. Okay, Zug Ben. Zug der Verdächtigen. Zug 11. Wir positionieren uns vor die Safe. Okay, einfach mal wieder zwei Gegner. You bet. Wir holen uns erstmal ganz kurz die anderen Jungs noch. Done and done. Was done and done? Okay, die sind eh alle aufgescheucht. Das habe ich nie verstanden. Das habe ich nie verstanden, warum das so ist. Er guckt rum, um sich anzuschießen zu lassen. Ja.
Okay, ich würde mich erstmal kurz hier verstecken. Hinterm Tisch. Oder hinter dem Teil. Affirmative. Will do. So, und jetzt kommt es einfach nur aufs Feuergefecht drauf an. Understood. Wer kann besser schießen? So, fangen wir mal an. Wir fangen erstmal mit denen an, die vorne stehen. Okay, ich könnte ihm auf den Kopf hauen in der nächsten Runde. Oh Gott. Ich versuche auf die beide zu schießen. Schade. Er kommt leider nicht mehr ran. Versuchen wir es mal bei ihm. Okay. Auch daneben. Ich denke mal, er wird uns ganz gut treffen können. Weil wir einfach nur hinter so einem kleinen Holztisch stehen. Yeah. Und dann haben wir noch den Amigo hier. Ah, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Okay, gut. Zug beenden. Kann sein, dass wir jetzt nochmal getroffen werden. So, der stirbt. Oh, Glück gehabt. Doppelt Glück. So, dann können wir ihm jetzt hoffentlich auch auf den Kopf hauen. Wunderbar. Roger. So, auf den Kopf hauen. Okay. Will do. So, du kannst schon mal die Geiseln befreien. Beziehungsweise erstmal hinrennen zu den Geiseln. Kann ich eigentlich mit dem Gegner machen? By the way. By the way. So, nächste Runde. Gut, den werden wir jetzt gleich festnehmen. Ich weiß nicht, wenn er stirbt, kann ich ihn vorher quasi noch festnehmen. So, Geisel retten. Okay. So, einmal festnehmen. Okay, und dann ist vorbei. Sichere Investition, Errungenschaft. Verdächtige getötet, 2. Verdächtige verhaftet, 5. Zeit, 17 Minuten. Zusatzaufträge abgeschlossen, keine. Gefundene Wertgegenstände, 1 von 1. Okay, fortfahren. Das machen wir erst in der nächsten Folge. Fortfahren und dann gucken wir, wie es weitergeht bei Rebel Corps. Ich freue mich drauf, das Ganze mit euch zu spielen. Ich hoffe, ihr seid ebenso euphorisch. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder zur nächsten Folge. Bis dahin, haut rein, tschüss.